Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzvideo des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Weiterspielen oder Regelverstoß. Hier, der Ball berührt das Seitenband. Schauen wir uns dazu drei Spielszenen an. Ivan wieder mit so einer Streberannahme. Oh, den pfeift ihn. Ja, ich wollte gerade sagen. Colton hat es nicht gecheckt. Was schreibt das Volleyball-Regelwerk dazu? Seitenbänder. Zwei weiße Seitenbänder werden am Netz senkrecht über den Seitenlinien befestigt. Sie sind 5 cm breit und 1 Meter lang und gehören zum Netz. Antennen. Sie sind an der äußeren Kante jedes Seitenbandes befestigt und begrenzen seitlich den Überquerungssektor. Ball aus. Der Ball ist aus, wenn er die Antennen, Seile, Pfosten oder das Netz außerhalb der Seitenbänder berührt. Schauen wir uns die Szenen noch einmal im Detail an. Weiterspielen oder Regelverstoß? Hier fliegt der Ball ans Seitenband, aber er berührt nicht die Antenne, die an der Außenkante angebracht ist. Hier noch einmal die Detailaufnahme. Wir sehen das Seitenband und an der Außenkante des Seitenbandes die Antenne. Der Ball berührt zwar das Seitenband, aber nicht die Antenne. Ergebnis wäre hier: Weiterspielen. Kein Regelverstoß. Kommen wir zur nächsten Szene. Hier berührt der Ball das Seitenband und die Antenne. Schauen wir uns auch einmal das Detailbild an. Der Ball wird so stark gegen das Seitenband gedrückt, dass er auch die Antenne berührt. Damit liegt ein Regelverstoß vor. Der Ball ist aus. Da sich die Szene an der Antenne auf der Seite des zweiten Schiedsrichters abspielt, pfeift der zweite Schiedsrichter und zeigt den Fehler an. Kommen wir zur dritten Szene. Hier sehen wir, wie der Ball das Seitenband und die Antenne direkt berührt. Nun das Detailbild. Hier sehen wir das Seitenband, die Antenne und den Ball. Der Ball berührt die Antenne deutlich. Es liegt ein Regelverstoß vor. Da auch diese Szene sich auf der Seite des zweiten Schiedsrichters abspielt, pfeift er und zeigt den Fehler an. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal die drei Szenen am Stück an. Szene 1. Der Ball berührt nur das Seitenband, nicht die Antenne. Weiterspielen. Szene 2. Der Ball berührt das Seitenband und die Antenne. Es liegt ein Regelverstoß vor. Genauso wie bei Szene 3. Der Ball berührt das Seitenband und die Antenne. Es liegt ein Regelverstoß vor. Damit ist dieses Kurzvideo beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.